Königin Margrethe, schwierige Zeit für die Vertraute, packt aus. 4 Jahre lang war Lis M. Frederiksen Pressesprecherin des dänischen Königshauses. In dieser Zeit hat sie nicht nur eng mit Königin Margrethe, 82, zusammengearbeitet, sondern auch ihre gesamte Familie kennengelernt. Bis heute erinnert sich die Journalistin gerne an diese Zeit und kann sich zudem nur allzu gut vorstellen, wie es der Königsfamilie derzeit ergehen mag. Ihr letzter Arbeitsplatz vor dem Ruhestand war das dänische Königshaus. Hier war sie im Rahmen der bevorstehenden Hochzeit von Prinz Frederik, 54, und Prinzessin Mary, 51, im Jahr 2004 zunächst vorübergehend als erste Pressesprecherin des Hofes angestellt worden. Ihre Aufgabe war es, für eine professionelle Medienberichterstattung über das große Fest zu sorgen. Das klappte so gut, dass sie noch vor der royalen Hochzeit in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen wurde. Ich war 4 Jahre lang dort. Es war unglaublich, diesen Anruf zu erhalten. Das war eine große Ehre und ein Privileg. Es hat mir sehr viel bedeutet, erzählt Lis M. Frederiksen im Gespräch mit Billedbladet. Fast 20 Jahre später befindet sich die dänische Königsfamilie in einer Krise, mit der wohl kaum jemand vorher gerechnet hat. Im September letzten Jahres verkündete Königin Margrethe, dass sie den Kindern ihres zweitgeborenen Sohnes, Prinz Joachim, 53, die Prinzen- und Prinzessinnen-Titel entzieht. Seit dem 1. Januar tragen sie nun die Titel Graf oder Countess von Monpezat. Die Familie des Prinzen machte ihren Ärger darüber mehrfach in der Öffentlichkeit Luft. Auf die Frage, wie sie mit dieser prekären Lage umgegangen wäre, gibt sich Frederiksen diplomatisch: Dazu habe ich keine Meinung. Ich bin da raus, stellt sie klar, zeigt jedoch Verständnis für die Situation ihrer ehemaligen Arbeitgeber. Sie räumt ein, aber natürlich ist es eine schwierige Zeit für die Familie. Anführungszeichen. Über die Monarchin kann die ehemalige Pressesprecherin des Hofes bis heute nur Gutes sagen. Ich hatte eine gute Arbeitsbeziehung mit der Königin. Ich kann gar nicht genug davon schwärmen. Die Königin ist eine beeindruckende Person, erzählt sie und sagt lächelnd, aber man muss sein Material kennen und gut vorbereitet sein, sonst. Verwendete Quelle: Billedbladet.dk